Step 1. Grundlage, Begriffserklärung. Was ist eigentlich Amazon FBA und was ist Amazon FBM? Step 2. Wie funktioniert Amazon FBA in der Praxis und vor allem, wie funktioniert Amazon FBM? Step 3. Kurzerklärung des eigentlichen Geschäftsmodells. Step 4. Welcher Versandweg macht in welchem Fall Sinn? Die Pros und Kontras hinter jedem Versandweg. Step 5. Die Kosten beider Versandwege. Step 6. Mit was starte ich grundsätzlich jetzt als ein Anfänger auf Amazon? Amazon FBA oder Amazon FBM? Was eignet sich eigentlich für den Start, gerade wenn ich neu auf Amazon erfolgreich beginnen möchte? Mein Name ist nach wie vor Pavel Sapa und ich bin seit mehr als 7 Jahren proaktiv täglich in der Praxis auf Amazon aktiv. In diesem Jahr haben wir mehr als 4,5 Millionen bereits jetzt schon umgesetzt. Wir haben jetzt den welchen August? 7. oder 8. August? Und ich bin mir absolut sicher, dass wir nur in diesem Jahr die 6-Millionen-Marke knacken werden. Das bedeutet, ich bin tagtäglich in der Praxis aktiv und ich liebe beide Versandmöglichkeiten, Amazon FBA und FBM. Und heute sprechen wir genau darüber, ob du als ein neuer Händler auf Amazon viel lieber mit Amazon FBA oder mit Amazon FBM starten solltest. Zur Begriffserklärung. Der häufigste Begriff, welchen die meisten Händler auf YouTube und Co. suchen, ist das angebliche Geschäftsmodell Amazon FBA. Dabei ist das Amazon FBA Business, in Anführungsstrichen, gar kein Geschäftsmodell, sondern vielmehr lediglich ein Versandweg. Und sehr viele Händler da draußen denken oder meinen, dass das Amazon FBA Business immer wieder mit dem Private Label verbunden ist. Dabei ist es ein Versandweg. Du kannst genauso dieses Mikrofon, was ich gerade habe, über Amazon FBA versenden oder auch eigenständig über Amazon FBM. Und das müssen viele da draußen realisieren. Und das ist egal, ob du ein Private Label Business hast oder Handelsware betreibst. Beides funktioniert mit beiden Versandwegen. Die Funktionsweisen dahinter. Wie funktioniert grundsätzlich Amazon FBA? Wenn du zum Beispiel ein nahezu vollautomatisiertes Business haben möchtest, so kann dir ebenfalls das Versandmodell von Amazon FBA stark dabei helfen. Das bedeutet, du könntest sogar, wenn du möchtest, alles outsourcen. Das bedeutet, du hast die Option, die Ware zu Amazon zu senden. Amazon übernimmt für dich den kompletten Kundenservice, den Versand zu den Endkunden und vor allem auch jegliche Kundenkommunikation. Und wenn du jetzt sagst, ich bin leider viel zu faul und habe keine Zeit, die Ware, die bei mir auf Lager ist oder zu Hause ist, zu Amazon zu senden, dann gibt es in der heutigen Zeit ebenfalls viele gute Prep-Center-Anbieter, die für dich die Ware von dem Großhändler annehmen, zu Amazon vorbereiten und den Versand zu Amazon ebenfalls tätigen. Und Amazon übernimmt von da aus die komplette Abwicklung, dass sie die Ware zu dem Endkunden senden oder gar die Kundenkommunikation übernehmen und wie erwähnt, das komplette Prozedere dahinter. Amazon FBM, auch das ist ein sehr starker und vor allem lukrativer Versandweg. Was bedeutet das überhaupt im Umkehrschluss? Du nimmst die Ware und versendest jedes einzelne Produkt, welches bei dir im Seller Central erworben wird, zu deinen Endkunden. Und die Endkunden hierbei müssen auf Amazon nicht unbedingt in Deutschland sitzen, sondern in Deutschland, in Europa und vielen weiteren Ländern. Das bedeutet, dass du jedes einzelne Produkt am liebsten mit viel Liebe verpacken solltest, vor allem das richtige Produkt an deinen Endkunden verpacken solltest. Das bedeutet, du bist für alles zuständig. Den Versandweg, die Versandvorbereitung, die Kundenkommunikation. Wenn der Kunde zum Beispiel fragt, hey, wie viele Staubbeutel sind in jedem Paket drin, dann musst du innerhalb von 24 Stunden auf jede Nachricht im Seller Central antworten. Auch das musst du wissen. Und hierbei gibt es ebenfalls viele Optionen. Das bedeutet, Amazon achtet darauf, dass deine Verkäuferleistung stets on top sein muss. Wenn du es schaffst, deutlich früher zu antworten, dann habe ich persönlich festgestellt, dass ich ebenfalls im Algorithmus bei der Buybox-Verteilung ebenfalls bevorzugt werde. Lange Rede, kurzer Sinn, auch Amazon FBM kann sehr oft starken Sinn machen, gerade als Mix, so wie wir es zum Beispiel in unserem Unternehmen betreiben, dass wir beides anwenden und beides kann höchst interessant sein. Aber was ist denn eigentlich unser Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell ist relativ leicht zu erklären. Wir vertreiben seit Ewigkeiten bereits starke Handelsmarken auf Amazon. Das Beste hierbei ist, du brauchst kein Marketing, du brauchst keine Produktbilder, weil nahezu alles auf Amazon bereits gegeben ist. Im Umkehrschluss kannst du jedes Produkt, wenn es schlecht läuft, innerhalb von nur 5 Minuten auf Amazon inserieren und online stellen. Das bedeutet,
Nicht wie auf eBay, du musst Verkaufstexte schreiben, Produktfotos aufnehmen, vielleicht musst du Marketing betreiben. All das fällt bei unserem Geschäftsmodell weg. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele Kunden von uns spätestens innerhalb von den ersten 2 bis 2,5 Monaten die ersten 200 erfolgreiche Verkäufe haben. Das Fazit im Allgemeinen ist es somit, dass wir Produkte günstig erwerben, am besten in ganz Europa, und die dann mit einer guten Marge, im realistischen Fall zwischen 8 bis 15%, an die Endkunden auf Amazon veräußern. Und wie das Ganze in der Praxis funktioniert, kannst du ebenfalls im Nachgang nach diesem Video dir hier oben ansehen. Das bedeutet, auch hierbei habe ich dir ein tolles Video verlinkt. Also, welcher Versandweg macht somit für dich persönlich gerade als Anfänger Sinn? Erst einmal musst du einen sehr wichtigen Insight kennen. Und zwar, dass wir die Buybox bedeutet das Kauffeldfenster bzw. ein Einkaufswagenfeld, in den ersten 90 Tagen überwiegend lediglich mit dem Versandweg Amazon FBA erhalten. Das bedeutet, fokussiere dich zumindest einmal in den ersten 90 Tagen ausschließlich auf das Amazon FBA Geschäft bzw. auf das Amazon FBA Versandmodell. Und noch ein zweiter geiler Insider, den du unbedingt wissen musst als ein Profihändler, und zwar, dass du alle negativen Bewertungen bei Amazon FBA offiziell und legal löschen lassen kannst, und das im Amazon Seller Central. Das bedeutet, du bist hundertprozentig auf der sicheren Seite, dass wenn Bewertungen eintrudeln, nur positive Bewertungen eintrudeln. Alles andere kannst du definitiv manuell und vor allem legal nach den Richtlinien von Amazon entfernen lassen. Also, kommen wir nun zu den Vorteilen von Amazon FBA. Erst einmal hast du deutlich weniger Aufwand. Zeit gleich Geld in unserem Business. Plus, die Kundenkommunikation müssen wir überhaupt nicht mehr angehen. Die Pakete bei unseren Endkunden kommen einheitlich verpackt, immer wieder zu unseren Endkunden an. Plus, es ist mit der schnellste Versandweg überhaupt. Der heutige Kunde auf Amazon ist in der Lage, sehr viel Geld zu investieren, aber er möchte seine Produkte sehr schnell erhalten. Das ist auch der Riesen-Benefit von Amazon. Das bedeutet, liefer dem Kunden mehr als erwartet. Und, wie bereits erwähnt, gerade bei Amazon FBA ist das für den Anfang definitiv ein sehr gutes Zeichen für. Ebenfalls müssen wir erwähnen, dass, wie bereits erwähnt, wir keine oder nahezu gar keine Kundenkommunikation zu unserem Endkunden haben. Das erspart uns Zeit, zum Beispiel für die Produktrecherche, damit wir besser und bessere Produkte einkaufen können. Sei es im stationären Fachhandel, sei es auch im Großhandel. Die letzte Sache, die ist sowohl ein Pro und ein Contra, und zwar die Retourenabwicklung. Zum einen kannst du den Ablauf über Amazon FBA bzw. mit Amazon automatisieren. Die Retouren kommen zum Beispiel alle 14 bis 30 Tage zu dir nach Hause oder ins Lager bei dir persönlich zurück. Der Nachteil hierbei ist leider, dass du keine Kontrolle über die Retouren hast. Sprich, du verkaufst einen teuren Staubsauger oder eine wichtige Box, eine coole Soundbox, und der Kunde legt irgendwas zurück rein und die Ware kommt genauso zurück und du hast keine Kontrolle über diese ganzen Sachen. Das bedeutet, es könnte zum Beispiel ein fehlerhafter Staubsauger drin sein, die Box könnte zum Beispiel eine uralte Box sein und nicht die Box, die du vielleicht versendet hast. Das bedeutet, meine private Empfehlung ist es, dass wenn du mit Amazon FBA arbeitest, gerade auf Produkte gehst, die massiv und vor allem in riesen Stückzahl weggehen und die auch im niedrigpreisigen Segment angesiedelt ist. Das bedeutet im Umkehrschluss zwischen 20 und maximum 60 Euro. Das ist meine Devise. Alles, was wirklich hochpreisig ist, für mich ist alles hochpreisig ab 70 Euro. Und gerade die sperrigen, die großen Produkte, die größer sind als ein Schuhkarton, die wiederum zum Beispiel würde ich immer wieder mit Amazon FBM veräußern. Ein weiterer Nachteil ist, oftmals gerade im Q4, bis die Ware einmal eingebucht ist, kann es zwischen 2 und 4 Wochen Zeit brauchen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel ein sehr gut laufendes Produkt hast, haben wir irgendwas da, was sehr gut läuft? Boah, ich habe hier gar nichts da. Nehmen wir mal an, weiß ich nicht, die Sony-Kamera, mit der wir gerade aufnehmen. Die zum Beispiel wird im Monat 140 Mal veräußert. Was macht das für mich für einen Sinn? Die Ware zu nehmen, die Ware zu Amazon zu versenden, vielleicht 2, 3, vielleicht sogar 4 Wochen zu warten, wenn ich in der Woche 7 oder 10 davon verkaufen kann. Zeit gleich Geld in unserem Business. Und Time kills deals. Das bedeutet, suche für dich als Unternehmer immer wieder den schnellsten Weg, wie du an Geld kommst und vor allem an zufriedene Kunden. Der letzte Nachteil bei Amazon FBA ist es in meinen Augen, dass viele Produkte gegebenenfalls sogar verschwinden können. Das bedeutet, du musst mit dem Kundenservice in Indien, Sri Lanka oder Singapur schreiben, und bis sie
mich verstehen, können ebenfalls 2, 3, sogar 4 Wochen vergehen. Und auch das ist oftmals nicht sehr angenehm. Viele Händler draußen kennen das. Du schickst die Ware ordnungsgemäß zu Amazon ein, alles ist schön und gut und gegebenenfalls geht diese Ware auf den Weg verloren. Und das alles musste Amazon erst einmal beweisen, Schriftverkehr halten und das kann uns als Unternehmer stark zurückhalten bzw. nach hinten werfen, da unser Kapital ebenfalls gerade zum Start begrenzt ist. Das passiert natürlich nicht oft, sondern vielleicht einmal von 80, 90 Paketen, aber Fakt ist, auch mit sowas musst du als Unternehmer rechnen. Denn jeder erfolgreiche Unternehmer rechnet immer mit dem Worst Case. Was bedeutet, was passiert hier und wie kann ich mein Risiko so gut wie es nur geht minimieren? Und nun kommen wir zu den Vorteilen von Amazon FBM. Das Beste hierbei ist, dass viele Händler da draußen Amazon FBM für sich noch nicht entdeckt haben. Dabei verbirgt sich hierbei sehr viel Geld. Zum einen kannst du sehr schnell agieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Gerade an Tagen wie Black Friday, gerade im Q4, gibt es viele Tage auf Amazon, wo du das Maximum an Gewinn erwirtschaften kannst. Ich habe zum Beispiel nicht weit weg von mir einen sehr guten Metro-Händler und dieser hat zum Beispiel sehr oft starke Elektronikprodukte. Und am Black Friday habe ich das so gemacht, dass ich jemanden dahin geschickt habe, er hat die Ware gekauft und ich sehe, Halleluja, im gleichen Atemzug, 2, 3 Stunden später, konnte mir die Ware wieder veräußern. Das bedeutet, stell dir mal vor, ich hätte diese Produkte zu Amazon gesendet. Ich hätte vielleicht 2, 3 Wochen gewartet und hätte diesen Hype, der gerade jetzt auf Amazon funktioniert, nicht mitgenommen. Das bedeutet, gerade bei Sonderdeals, bei Saturn, bei Mediamarkt, lade dir zum Beispiel die App Kauf da herunter, kannst du sehen, was gibt es für Angebote und wenn diese gut laufen, dann kannst du sehr schnell agieren. Plus, selbstverständlich hast du die volle Kontrolle über die Rücksendungen. Wir hatten vor kurzem einen Dyson-Staubsauger veräußert für 699 Euro an einen netten, ehrenwerten indischen Kunden. Der indische Kunde dachte, er wäre sehr smart und schickt uns einen alten Staubsauger von sich mit Essen drin zurück. Ich rufe ihn an und sage, hey, das Ganze kann nicht möglich sein, wie kann das überhaupt sein? Nein, nein, ich habe den Dyson geschickt. Macht hinter deinem Rücken einen ABZ-Garantiefall auf, dass er uns alles zurückgesendet hat. Ich zeige Amazon klar protokolliert die Fotos von dem Produkt, alles was fehlerhaft war und ich gewinne den Fall. Das bedeutet im Umkehrschluss, du hast die volle Kontrolle über die Retouren und wenn zum Beispiel die Ware stark benutzt zurückkommt, dann hast du ebenfalls die Option, an den Kunden eine Teilrückerstattung anzubieten. Auch das wissen viele nicht und hierbei, wie bereits erwähnt, kannst du sehr, sehr viel für dich rausholen. Das bedeutet somit, nutze in meinen Augen definitiv beide Versandmethoden und agiere wie ein Unternehmer smart und vor allem schnell. Kommen wir nun zu den Nachteilen bei Amazon FBM. Ich kenne das Ganze ja aus der Praxis über Ewigkeiten. Wir fangen einfach mal mit den Nachteilen an. Also, erst einmal die Kundenkommunikation. Oftmals rufen Kunden an und haben eine technische Frage. Dann musst du mit den Kunden kommunizieren. Hey, wann kommt denn mein Paket? Der Kunde hat vor einem Tag gekauft, fragt am nächsten Tag, wo sein Paket ist. Das bedeutet, du hast mehr Aufwand mit dem Kundenservice. Es ist nichts Schlimmes, aber du musst das Ganze auch einplanen. Hast du als Unternehmer die Zeit? Ja oder nein? Dann kommen ebenfalls die Retouren, entweder zu dir ins Lager oder zu dir nach Hause. Jedenfalls muss das ein Nachbar für dich annehmen. Und du musst somit ebenfalls Retouren abwickeln. Bei uns kommen zum Beispiel täglich zwischen 20 und 30 Retouren an von dem guten DHL-Fahrer morgen, der Robby. Der Robby bringt alles mit so einer Schubkarre und das ist manchmal für uns ein Albtraum. Manchmal kommen nur 10 Retouren und dann sagen wir Halleluja. Und manchmal sind das 30 und der gute Robby lacht dann nicht mehr. Und das ist halt wirklich, ja, was soll ich dir sagen, einfach nur, ja, der Alltag auf Amazon, der pure Wahnsinn. Und der letzte Nachteil natürlich ist es, dass du dich ebenfalls um das Versandmaterial kümmern musst. Das heißt, du musst genug Versandmaterial vor Ort da haben, ob es zu Hause ist, ob es in deinem Lager ist. Plus, du musst alles eigenständig verpacken und auch das braucht oftmals Zeit, gerade bei sperrigen Produkten, die musst du vielleicht nochmal in Folie umwickeln. Alles muss immer wieder gut gepolstert sein, denn bedenke bitte eine Sache, der Kunde kauft bei dir kein Produkt, der Kunde kauft bei dir ein Einkaufserlebnis. Und wenn du ihm Mehrwert lieferst, ja, kleines Giveaway lieferst, das besonders liebevoll verpackst, der Kunde merkt es und gibt dir vielleicht sogar ebenfalls vom Herzen eine positive Bewertung. Denn denk dran, Menschen machen immer nur Geschäfte mit Menschen und handeln mit positiven Emotionen. Das bedeutet, verhelfe ihnen dazu, das Maximum als, ja, als ein Einkaufserlebnis zu liefern. Jetzt fragst du dich, was macht eigentlich Sinn für dich persönlich Amazon FBA
oder Amazon FBM und gerade, welche Produkte eignen sich hierbei überhaupt besonders gut? Also, wie bereits erwähnt, bei Amazon FBA macht das natürlich Sinn, wenn du mit Produkten arbeitest, die sehr oft verkauft werden. Die sogenannten Fast Consumer Goods. Ich gebe dir ein Beispiel, was wir zum Beispiel haufenweise über Amazon FBA veräußern. Reinigungstabletten für die Spülmaschine. Ja, ein unfassbar geiles Produkt. Du hast zwar nicht die geilste Marge, aber du hast eine Retourenquote in der Praxis von 0,1%. Also warum sollte ich dann die ganzen Spültabletten oder Spültabs eigenständig versenden? Gib das Ganze ab, Amazon berechnet vielleicht 20 Cent mehr, aber ich habe gar keine Probleme mit den Retouren. Ich habe sowieso keine Retouren in diesem Fall. Plus keine Kommunikation zu dem Endkunden und alles wird einheitlich versendet. Oder zum Beispiel Oral-B Aufsteckbürsten. Die verkaufen wir im Durchschnitt jeden Monat zwischen 1000 bis 3000 Mal. Und auch da ist es sogar wirtschaftlicher, alles über Amazon FBA zu veräußern, da wir die Konditionen von Amazon nutzen, auch die Versandkonditionen von Amazon nutzen, als wenn ich es ebenfalls selber eigenständig mit DHL-Päckchen versenden würde oder ähnliches. Das bedeutet, Fast Consumer Goods, die qualitativ sehr gut sind und vor allem, wo es sehr wenig Retouren gibt. Meine Devise hierbei lautet zwischen 10 und maximal 60 Euro. Und die Größe sollte ebenfalls so sein, dass sie nicht einen Schuhkarton überschreitet. Denn alles, was sperrig ist, beispielsweise so ein Lego-Set, das würde ich zum Beispiel immer wieder mit Amazon FBM veräußern. Kommen wir zu Amazon FBM. Erst einmal ist es sehr wichtig, dass wir, bevor wir mit dem Versandmodell starten, clever sind und bereits ein oder gar zwei Dienstleister mit dem Petto haben. Wir arbeiten zum Beispiel mit der DHL. Das bedeutet, bitte verhandel über deine Konditionen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, welche Produkte lohnen sich hierbei überhaupt? Immer wieder lohnen sich größere Produkte. Was verkaufen wir zum Beispiel in der Praxis bei uns im Lager? Beispielsweise große Toner. Ja, das sind Produkte, die kosten im Normalfall zwischen 120 und 200 Euro. Die ganzen IT-Sachen, Haushaltszubehör, Oral-B, Zahnbürsten, Dyson-Staubsauger, auch andere Bissell-Staubsauger, Samsung-Handys. Ja, auch über sowas hast du die volle Kontrolle über die Retouren. Und gerade wenn du gute Konditionen hast bei der DHL, dann kann es ebenfalls nicht nur gut sein, sondern auch wirtschaftlich gut sein. Denn höhere Produkte bzw. größere Produkte haben ebenfalls eine größere Lagergebühr bzw. eine höhere Lagergebühr auf Amazon. Das bedeutet, große Produkte, kostenspielige Produkte würde ich immer wieder mit dem Amazon FBM Versandweg veräußern, um einfach eine klare Übersicht zu haben, was läuft besonders gut, wie sind die Retouren in der Praxis. Schickt der Kunde wirklich das Gerät einwandfrei und neu zurück oder will der Kunde uns hierbei betrügen? Auch solche, leider Gottes, Kunden gibt es ebenfalls wie Sand am Meer und somit habe ich deutlich mehr Flexibilität und Kontrolle in meinem Business. So, kommen wir nun zu dem Punkt Kosten beider Versandwege. Dafür gehen wir natürlich an unseren ehrenwerten Computer und rechnen gemeinsam alles von A bis Z aus, sodass auch du klar sehen kannst, wann macht zum Beispiel Amazon FBA Sinn oder gar Amazon FBM. Das ist das Gratis-Tool und zwar Amazon Revenue Calculator. Das ist kostenfrei bei dir persönlich im Seller Central mit dabei. Und hier können wir genau definieren, was sind eigentlich die Kosten beider Versandmodelle. Als erstes fangen wir mit Amazon FBA an, sprich auf Deutsch Versand durch Amazon. Wir haben hier einen Verkaufspreis, einen realistischen Verkaufspreis von 26 Euro. Und wir haben hier einen Einkaufspreis von sage und schreibe 10 Euro. Der Gewinn hierbei wäre in etwa bei 18%, wenn du natürlich so einen sexy Einkaufspreis hast aktuell. Das wäre durchaus mehr als solide. Nehmen wir mal an, wir verkaufen hier zum Beispiel 140 Stück im Monat, dann hätten wir diese Rendite hier. Grundsätzlich überhaupt nicht übel. Ja, das war zum Beispiel Amazon FBA. Wenn wir das gleiche einkalkulieren, und zwar bei Amazon FBA. Wir haben hier dieselben Kosten, den gleichen Einkaufspreis, 10 Euro. Allerdings zahlen wir für die DHL, wir selber, um die 3,45 Euro. Plus wir haben noch Mitarbeiterkosten, sprich bei jedem Karton 20, 30 Cent. Ja, du musst ja auch die Zeit der Mitarbeiter mit einkalkulieren. Verpackungsmaterial von etwa 20 Cent. Und so kommen wir in etwa bei 4,20 Euro raus. Aber wenn du hier den Gewinn anguckst, dann macht das hierbei, bei dieser Kostenkonstellation, wir haben hier den falschen Verkaufspreis eingetippt. So, jetzt machen wir das beides mit einem Produkt. Du siehst hierbei, es macht gar keinen Sinn, ehrlich gesagt, das Ganze über Amazon FBM zu veräußern. Wozu sollte man sich die ganze Mühe machen, wenn du zum Beispiel bei Amazon FBA mehr Nettogewinn raus hast, und zwar knapp um 1 Euro mehr, das ist ja der pure Wahnsinn,
Das bedeutet, hierbei ist es klar. Schau mal, nehmen wir mal an, wir verkaufen jetzt 140 Stück davon jeweils, dann ist hier der Unterschied wirklich stark zu spüren, gerade im Geldbeutel. Ich guck mal, was ich heute dabei habe. 6 Euro ist alles, was ich habe. Nächstes Produkt, eine Backschale von Tefal. Hierbei sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir haben hier übrigens den gleichen Verkaufspreis natürlich. Damit sollten wir kalkulieren. Also, wir fangen mit FBE an. Du siehst, das sieht hier wirklich sehr mau aus. Wenn wir zum Beispiel so ein großes Produkt mit Amazon FBA veräußern wollen würden, unser Einkaufspreis ist 32 Euro, der Verkaufspreis realistisch aktuell leider bei nur 62,80 Euro. So, du siehst, die ganzen Gebühren von Amazon fressen unseren ganzen Gewinn auf. Plus du hast Versandkosten, die relativ hoch sind und so weiter. Meine Versandkosten für dieses Produkt sind immer noch bei 3,70 Euro plus Verpackungsmaterial. Ich bin hier irgendwo bei 4,50 Euro, vielleicht bei 4,60 Euro. Ups. 4,60 Euro. Und du siehst, über Amazon FBA wäre der Gewinn wirklich nahezu ja, bei 0. Also du würdest hier 3 Euro Gewinn machen. Auch wenn das ein sehr gutes Produkt ist, was du problemlos 200 Mal veräußern könntest. Ich kalkuliere jetzt mal mit 200 Stück. Du siehst, das ist ein enormer Unterschied zwischen 650 Euro und 1350 Euro. Und auch die Nettospanne ist fast doppelt so hoch. Das bedeutet, bei größeren Produkten, wie zuvor erwähnt, macht hierbei zum Beispiel Amazon FBM deutlich mehr Sinn. Ja, ein drittes Beispiel, eine relativ unentdeckte Nische. Ich habe hier einen Einkaufspreis aufgerundet von 55 Euro, war ein bisschen niedrig, aber so ist es leichter zu verstehen. Und hierbei zum Beispiel, wenn wir bei Amazon FBA bei einem Verkaufspreis von 100 Euro und 99 Cent sage und schreibe, ja 9 Euro verdienen, also wirklich sehr wenig. Hier ebenfalls nicht wirklich viel, 12 Euro bei Amazon FBM, aber auch da habe ich die Versandkosten einkalkuliert, die Mitarbeiterkosten einkalkuliert und hierbei sind zum Beispiel die Nettoerträge deutlich, deutlich besser. Das heißt, die Spanne ist besser, der Ertrag in Euro ist besser. Und wenn wir zum Beispiel dieses Produkt realistisch 30 Mal im Monat veräußern könnten, und das können wir auch, kann ich dir aus der Praxis sagen, dann ist unser Nettogewinn auch, ja, sage und schreibe netter bei 100 Euro mehr. Und das rentiert sich natürlich, wenn du sowas im Detail bei 100 Produkten hast. Ja, 100 Produkte mal 50 Euro mehr, das ist sehr viel Geld. Das bedeutet, achte auf die Kalkulation und rechne immer wieder bei der Kalkulation mit dem Worst Case, nicht mit dem bestmöglichen Verkaufspreis. Nun kommen wir zum letzten Punkt. Mit was starte ich grundsätzlich gerade als ein neuer Händler auf Amazon? Also, es ist natürlich Amazon FBA, denn wir wollen erst einmal massig Ware veräußern, wenig Kundenkommunikation haben, um überhaupt erstmal in das Business reinzukommen. Wir müssen die Verkäuferleistung pushen und das machen wir, wenn wir viele gut laufende Produkte haben, welche wir über Amazon FBA veräußern. Es kostet nicht viel Zeit, wir können das ebenfalls sehr gut skalieren und nochmal wie bereits erwähnt, können wir alle negativen Bewertungen komplett steuern. Das bedeutet, hierbei ist die Empfehlung ganz klar, gerade in den ersten 90 Tagen, weil du hierbei die Buybox anderweitig sehr schwer bekommst, natürlich auf Amazon FBA. Und wenn auch du jetzt gerade einiges an Kapital angespart hast, durch das Amazon FBA Business, durch deinen Hauptjob oder ähnliches, sollten wir uns ebenfalls parallel mit dem Amazon FBM Business bzw. Versandweg beschäftigen. Auch hierbei gibt es sehr viele Produkte, die wirtschaftlich höchst interessant sind, wo vielleicht die Absatzmenge nicht riesig ist, wie vielleicht nur 20, 30, 40 Sales, aber dafür die Marge umso besser. Das bedeutet, beides ist sehr interessant, allerdings ist der Fokus für den Start definitiv bei Amazon FBA. Fazit, per se kann man gar nicht beantworten, welcher Versandweg für dich der bessere ist. Beide haben enorme Vor- und Nachteile. Wenn auch du endlich zum Handel kommen möchtest und mit den ersten Online-Deals dein Geschäft auf Amazon aufbauen möchtest, dann solltest du dir ebenfalls dieses Tutorial hier oben ansehen, denn hierbei zeige ich dir alle Schritte, wie du schnellstmöglich die ersten Online-Deals findest. Ich hoffe, dass auch dir dieses Video viel Freude bereitet hat. Also, lass uns gerne ein Like da, folg uns auf der Reise, denn auf diesem YouTube-Channel wird es definitiv noch sehr, sehr viel heißen Content geben. Also, ich muss jetzt los und bis zum nächsten Mal.